Guten Morgen, Night City! Das Ergebnis der gestrigen Leichenlotterie, eine solide 30. 10 davon aus Haywood. Geht doch nichts über Gangkriege. Dazu ein toter Polizist. Also seid ihr alle sowas von im Arsch. Sowas nimmt das NCPD persönlich. Während in Santo Domingo erneut Stromausfall herrscht, Netrunner zerballern mal wieder wie üblich das Stromnetz. In Westbrook kratzt Traumateam unterdessen die Überreste von Cyberpsycho-Opfern vom Asphalt. Und in Pacifica! Naja, Pacifica ist eben Pacifica. So viel erst einmal von mir, eurem Stan. Genießt euren Tag in der Stadt der Träume! Bonjour und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist Shin Yakuza mit einem neuen Spiel von Cyberpunk 2077. Jetzt habe ich's. So Leute, alle meine Freunde haben zu mir gesagt, sogar meine Geschwister, sogar mein Schwager hat zu mir gesagt, ich sollte dieses Spiel spielen. Ich weiß nicht warum. Ich kenne dieses Spiel überhaupt nicht, aber wie ich das sehe, hat es über 200 Awards. Also das Spiel soll ja berühmt sein und also meistverkauft und sogar ja erfolgreich sein. Ja, aber wie das ist, erfahre ich jetzt. So, zum Vortan bitte Option drücken. Mache ich. Hacken. So. Einstellungen. Urheberrechtliche geschützte Musik deaktivieren. Bitte. So. Aha. Grafik, Video, habe ich kein. Deutsch. Ja. Okay. Nein. Abbrechen, ja. Ach so, okay. Hey, wie geht das jetzt? Okay. Okay. Ich bin gleich wieder da, Leute. So, bin wieder da. So, es war bei mir ein kleiner Bug nur. Also von daher ist alles okay. So. Neues Spiel. Normal. Hä, was ist das denn jetzt für ein Mist? Wähle... gegen Lebensweg. Einige Handlungen und Dialoge im Spiel werden sich je nach gewählten Lebensweg unterscheiden. Nomade, du bist durch die Badlands gezogen, hast Schrottplätze und Treibstoffdepots geplündert. Das Leben außerhalb der Stadt ist kein einfaches, aber es hat auch Vorteile. Ein Nomadenclan anzugehören, Ehrlichkeit, Vertrauen und Freiheitsliebe, Werte, die man in Night City selten findet und die niemand kaufen kann, gelten hier viel. Und Street Kid? Es heißt, wer die Straße von Night City verstehen will, muss in ihnen leben. Du bist mit Gangs, Fixer, Puppen und Dealer aufgewachsen. Das Gesetz des Dschungels verlangt, dass die Schwäche des Starken dienen,
das einzige Gesetz, das du in Night City noch nie gebrochen hast. So einer bin ich nicht. Konzernen. Aus der Konzernwelt kommen nur wenige Leben wieder heraus. Und noch weniger behalten dabei ihre Seele. Du warst mittendrin, hast Gesetze umgangen, Geheimnisse ausgenutzt und Informationen als Waffe eingesetzt. Fairness gibt es nicht nur Gewinner und Verlierer. Dann ist bei mir mehr Nomade bei mir. Street Kids, nee, ich bin kein Ghetto. Und Konzerne. Was soll das sein? James Bond? Ne, so einer bin ich nicht. Mehr so Richtung Nomade bin ich. Kappa-Tipp? Was? Wow. Männlich? Geil, ich kann meine eigene... Wow! Warte mal kurz, sehe ich so aus? Ja, so in der Richtung sehe ich aus. So, Stimmanlage. Ich bin wie? Ich bin wie? Ich bin wie? Ich bin wie? Hautfarbe? Bisschen weiß, bisschen bei mir, oder? Ja. Ja, so ungefähr. Hauttyp. Nee. Nein. 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 Ja, ungefähr so. Frisur. Kann man ihn nicht drehen oder so? Ja, wie Ronaldo. Das sah nicht schlecht aus. Ah, nee, sieht scheiße aus. Nein, doch nicht so wie ein Punk. Dann nehme ich lieber einen Ronaldo. Ja. Ach man, mein Controller spinnt irgendwie. Okay, Moment. Ja, Frisur. Wo war nochmal der Ronaldo-Schnitt? Oder war das Ronaldo? Ja, Ronaldo. Und Haarfarbe schwarz natürlich. Augen. Nein. 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 Hallo?
Nein. 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 Naja, naja. Naja. Ja, ungefähr so, oder? Nee, 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 so sieht nicht, so sieht nicht meine Augen aus. Oder? Nee. Nein. 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 Dreh dich mal um, du Idiot. Ja, so ungefähr, ja. Augenfarbe. Schwarz. Doch nicht so mit Blut, ey. Auch nicht zu schwarz. Nein, doch noch, doch keine Symbole. Ja, viel besser schwarz. Oder? Ja, viel besser. Augenbrauen. Ja, so. Augenbrauen, Farbe. Schwarz. Nase. Nein. Nein. Nein, so groß noch nicht. Warte mal, oder? Nein. Ungefähr so. Nein, ein bisschen gerade. So ungefähr? Nein. 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 Ja, so, besser. Mund. Nee, ich habe keine Lippen. Ja, so ungefähr. Und Kiefer. Nein. 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 Nee. Nein. Nee. Nein. 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 Ja, genau so. Und Ohren. Nein. Ja, genau so ungefähr. Bart. Gibt es Franzosenbart? Nein. Ey, das haben die Scheiße gemacht. Genau, ungefähr so. Ja, okay, egal. Ah, Bartstil. Thank you.
Nein, doch nicht. Wir sind Italiener, nein. Nein. Digga, nein. Ach, nicht rot. Nein. Ungefähr so, oder? Ja. Aber gibt es ein besseres Bad? Nein. Okay, leider nicht. Ja, viel besser. Cyberboard? Lieber aus. Narbengesicht, nee. Tattoo-Gesicht, nee. Piercing habe ich nicht. Zähne. Schön. Ich wünschte, ich hätte solche weiße Zähne. Gold, nein. Nein, ganz normal, komm. Ganz normal, oder? Make-up, nein. Make-up-Nippen, nein. Wangen, nein. Schönheitsfehler. Nein, brauche ich nicht. Fingernägel? Zumal. Mach die Fingernägel normal, du Idiot. Ja, besser, normal. Brustwarzen. An. Tattoo. Wow. Oho. Gibt es solche Gitter-Tattoo? Nein, zu viel. Oder eben besser. Sieht besser aus. Genetialen? Ich muss das aber ausmachen, sonst... Penisgru... Ich lasse es lieber aus. Schamhaar. Ja, ich muss es aber ausmachen. Okay. Bei den Göttern. Weiter. Körperstruktur. Ordnung, was ist das? Ja, was ist das? Umfasst mehrere Fertigkeiten. Sowohl Attribute als auch Fertigkeiten
Wir werden dir abhängig von deinem Spielstil unterschiedliche Boni. Das Level einer Fertigkeit steigt durch das Ausführen von für sie relevanten Handlungen. Das Level einer Fertigkeit kann maximal auf das Level des Attributs, dem sie untergeordnet ist, gesteigert werden. Okay. Was ist das? Okay, Intelligenz ist ein bisschen wichtiger. Und Reflexe. Deine Reflexe bestimmen deine Beweglichkeit. Ja, ist auch wichtig. Technische Fähigkeit. Deine technische Fähigkeit bestimmt deine technische Können. Sie erlauben dir, Türe aufzuschließen und ja, besser. Kolonne, deine Coolness bestimmt deine Widerstandskraft, Sitz, Beherrschung und dein Effektiv- und Stilmodus jedes Level. Oh, gut. Okay, aber ich mache es so lieber. So. Genau, warte mal. So. Also, lieber so, Intelligenz ist besser. Alias V. Du bist durch die Botlets gezogen. Okay, Nomade. Intelligenz. Okay. Tut mir leid, aber ich kann. Den Tieralen, Alter. Wer kommt denn bitte schon auf so eine beschissene Idee, ey? Benutzer unbekannt. Jawohl. Benutzer unbekannt. Abzeichen. Okay, noch einmal. Entfernen. Bankers. Elektrische Kupplungseinheit. Du meintest, es wäre nichts Ernstes, als ich hier war. Du warst dir sicher. Willkommen zu Cyberpunk 2077. Dein erster Besuch in Night City Com. Verfolgen die Tutorials aufmerksam und mehr für die Grundlagen des Spiels zu lernen. Wenn du bereits eine Erfahrung gerungen ist, was ist das für ein Deutsch, Alter? Kannst du die Anzeige des Tipps auch deaktivieren. Du kannst über die Datenbank jederzeit auf den Tutorials oder die wichtigsten Themen in Cyberpunk 2077 zugreifen. Okay, weiter. Ich hab mich wohl geirrt. Kannst jetzt in einer anderen Werkstatt, wo keiner fragt, was ein Nomade allein an der Grenze macht. Mal kurz, kann ich ein bisschen heller machen? Leider nicht. Weiter. Oh. Spiel speichern. Oh, geil. Man kann speichern sogar. Geil. Ah, leider Ego-Shooter-Perspektive. Oh, Mann. Also, ich bin Nomade. Okay. Mach ich auch. Geh zur Seite. Schimmer, was du tun musst? Ich überlege. Kurz schließen, ich umgehe die Kupplungen. Was ist eine Kupplung? Ich kenne mich nicht mit Autos aus. Ich umgehe die Kupplung und improvisiere einen Hitzdraht. Läuft der
Kompressor immer weiter. Gib einen Kolbenfresser. Hat irgendwie die Null gewählt? Okay. Hat irgendwer die Null gewählt? Okay, mal sehen, was jetzt passiert. Motor starten. Ich hab's dir gesagt. Fresse. Gar nicht mal übel. Fragt sich nur, wie lange das hält. Lang genug, bis ich Night City erreiche. Da überlege ich mir was anderes. Logisch. Ah. Machbar, machbar, okay. Ich sag doch, machbar. Bestenfalls mittelmäßig. Keine richtige Reparatur. Hättest auch Spucke und Klebeband nehmen können. Es läuft. Mehr muss es nicht. Ich suche Jackie Wells. Ich suche jemanden. Jackie Wells. Hast du ihn zufällig... Okay. Die Antenne an dem Schrotthaufen sieht nicht nach viel aus. Damit hört man kaum was. Was du nicht sagst. Hey Mike, wusstest du nicht, dass du Kundschaft hast? Er ist vor ein paar Stunden reingerollt. Ich dachte, er hätte dich angerufen. Überhaupt kein Problem, Mike. Wir klären das schon. Spuck nicht. Wusstest du nicht, dass man dem Sheriff Bescheid sagt, wenn man in eine Stadt kommt? Erklärt, was man da zu suchen hat. Vielleicht bei einer Tasse Kaffee. Mein Fehler. Mein Fehler. Hatte nicht vor, anzuhalten. Aber mir hat die Kupplung versagt. Ja, hinter allen Fehlern steckt Versagen. Mein Name ist Andrew Jones. Hast sicher schon von mir gehört. Nein. Nicht, dass ich wüsste. Hab im letzten Krieg gedient. Spezialeinheit. Silber Shogun. Sagen dir die was? Leider nicht. Nein, nie gehört. Machst dich wohl gerne unbeliebt, was? Ist das eine Nomadenkarre? Hätte ich mir denken können. Hast du ein Problem? Wenn du ein Problem hast, höre ich's mir gern an. Ich sag dir, was mein Problem ist. Nichts kotzt mich mehr an als ein abgewichster Streuner. Wo hat dein Clan sein Lager aufgeschlagen? Was hast du gegen Nomaden? Gehörst du zu denen, die alles glauben, was die Politiker sagen? Dass Nomaden das größte Übel der Welt sind? Nein. Ich schätze Ordnung. Die Konzerne haben uns Ordnung gebracht und ich will, dass sie erhalten bleiben. Die Konzerne bezahlen dich und haben dich wie ein Hund an der Leine. Aber du willst nicht sehen, wenn man mich von der Leine lässt. Also nochmal. Wo ist dein Clan? Ich bin alleine hier, Digga. Es gibt keinen Clan. Es gibt kein Lager. Ich bin alleine hier. Kaufe ich dir nicht ab. Euch Köter gibt's nur im Rudel. Meine Familie ist zerrüttet. Darum bin ich unterwegs nach Night City. Ein Ausgestoßener unter Ausgestoßenen. Hoffe, du haust eher früher als später wieder ab. Gastfreundschaft ist euch wohl fremd. Hat er gehört, der Ort ist besonders gastfreundlich. Schön zu sehen, dass das stimmt. Klar sind wir gastfreundlich. Zu Leuten, die wissen, wie man sich benimmt. Ich muss euren Funkturm benutzen. Hab einen Funkturm von unterwegs gesehen. Meine Antenne ist im Eimer. Und ich muss wen kontaktieren. Nein, du musst ohne weiteres Gerede von hier verschwinden. Wir wollen nicht, dass du hier rumlungerst. Okay. Tür schließen, ich will keinen Ärger. Du hörst nicht echt gerne reden, oder? Ich will keinen Ärger. Ich hab's doch schon gesagt. Ich will keinen Ärger. Kein Ärger geht ganz einfach. Zieh ab und fahr weiter. Wow, geil!
Ja, ich bin ein Nomade. Das ist genau wie Far Cry. Geh zum Funkturm. Verschlossen. Ja Leute, ich bin Sammler. Ich kontrolliere alles. Ich will gerne wissen, ich lasse eigentlich nie Sachen am Boden. Okay, mal gucken, was da ist. Nee. Ah, was ist das? Okay. Ich mal rein. Ah, super. Ich muss wohl da hoch. Öffnen, okay. Mit den Vogtern verbinden. Hallo? Bitte kommen! Bitte kommen! Ah, Frequenz steht endlich. Willie McCoy, schön deine Stimme zu hören. Wie? Ich wünschte, das könnte ich auch sagen. Warum tust du das dann nicht? Warum nicht? Du hast den Clan verlassen. Ich kann dir nicht helfen. Seit wann bist du so vorsichtig? Ich nenne das loyal. Das System funktioniert nur, wenn alle sich an die Regeln halten. Das ist Nomadenrevier, also kriegen Nomaden die Jobs. Wäre kein Problem, wenn du noch bei den Backers wärst. Du hättest dich wie die anderen der Snake Nation anschließen sollen. Snake Nation kann mich mal. Ich brauche deine Hilfe. Ich brauche deine Hilfe. Ein letztes Mal. Schon wieder ein letztes Mal? Ich muss den Klienten mit meiner Ladung finden. Aber ich weiß nicht, wo er ist. Richtiger Ort, richtige Zeit. Du warst da. Du warst da? Mein Auto ist liegen geblieben. Mein Auto ist im Arsch. Die elektrische Kupplung. Ist ein Wunder, dass ich hier bin. Vielleicht hat der Klient eine Nachricht hinterlassen. Kannst du mal checken? Gut. Aber das ist das letzte Mal. Wirklich. Wie heißt der Klient? Jackie Wells. Oh, hat echt eine Nachricht hinterlassen. Er wartet auf einer Farm. Ich schick dir die Standortdaten. Danke, Willie. Hast was gut bei mir. In der Tat. Lass dich nicht umbringen. Und ruf nicht nochmal an. Aufrichten, okay? Was, wenn ich ganz hoch gehe? Okay, mal runter. Jetzt gehen wir runter. Oh, war's so knapp, ey. Gehört zum Wagen zurück. Der Nomade. Entschuldigung. Okay, die Steuerung ist echt beschissen.
verschwunden? Kein Plan, ob die uns gesucht haben oder ob das purer Zufall war. Und was dann? Wir sind durch die Kirche abgehauen. Sonst wäre ich jetzt nicht hier. Was soll ich schon sagen? Okay, ich kontrolliere mal alles. Was ist eher eine kleine Stadt? Willst du was? Mal da. Das ist alles sinnlos. Ja, Digga. Ich weiß. Das Spiel erinnert mich irgendwie an Far Cry. Einbrechen. Fahrzeug knacken. Du kannst die Schlösser gepackter Autos umgehen, wenn deine... Okay. Wow. Hä? Wieder der Typ. Hey, wie läuft's? Wow. Ja? Was gibt's? Wo ist dein Gitarre, Digga? Hat meine Mutter dich geschickt? Verpiss dich! Hab genug von Maden wie dir. Sieh an, so ein Schnuckelchen. Okay, hier gibt's nichts wie zu sehen, dann gehen wir weiter. Warte mal, wie groß ist die Karte? Okay. Sieht man gleich alles. Ach, Digga, Mann! Ja, endlich! Speichert. Was ist denn das? Campinggeschirr? Ich muss hier sesshaft werden. Hoffe, du bist meinetwegen hier. Glaube ich zumindest. Bist du... Mein Name ist Jackie Wells. Wie? Du hast also Fracht, die transportiert werden muss? Wo ich herkomme, gibt man erst ein Stück von sich selbst preis, bevor man übers Geschäft redet. Eine Art Brauch. Oder nur gute Manieren. Du hast also Prinzipien. Man braucht Rückgrat, Gabron. Das ist das Einzige, was einem nie jemand nehmen kann. Na dann, du zuerst. Na dann, fang du zuerst an. Gebürtiger Enzier. Haywood fließt durch meine Adern. Ich war noch nie in NC. Das sagt mir nicht sonderlich viel. Stell dir einen Ort vor, wo jeder wie dein Bruder oder deine Schwester oder zumindest ein entfernter Cousin ist.
Klingt einleuchtend. Man muss sich nicht mögen, aber man gehört zur Familie. So ist es in Haywood. Außerdem sind alle bewaffnet. Und du? Man könnte sagen, ich komme aus meinem eigenen Haywood. Wir zwei werden blendend miteinander klarkommen. Die Fracht. Was ist da drin? Was ist da drin? Je weniger du weißt, desto besser schläfst du nachts. Weiß es selbst nicht, und das ist gut so. Du weißt nicht, was wir schmuggeln? Das sind gestohlene Konzerngüter. Gestohlen? Ah, ein Depp hat sie verloren. Ein anderer gefunden und weitergegeben. Jetzt sind die hier. Du weißt schon, Schmetterlingseffekt oder so. Und niemand sucht nach dieser Kiste. Kein Problem, wenn jemand sucht. Solange wir sie über die Grenze kriegen, bevor er sie findet, oder? Lass sie uns verladen. Laden wir sie ins Auto. A huevo. Hatte schon gedacht, du kommst nicht. Ich wurde aufgehalten. Und du warst nicht gerade leicht zu finden. Wollte unbemerkt bleiben. Der Sheriff wirkt wie ein ziemlich miesgelaunter Hurensohn. Ja. Okay, was bringt das? Öffne den Kofferraum. Verdammtes Schwergewicht. Okay, Leute. Dann sage ich mal, ich mache jetzt hier einen Cut. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, ihr wisst Bescheid. Ihr könnt mir gerne unten ein Abo und ein Like lassen. Das würde mich sehr freuen. Dann würde ich mal sagen, au revoir, ciao, bis dann. Euer Jin Yakuza. Tschüss.